Der Kartäusergarten war über 400 Jahre lang der ruhige, stille Garten der Mönche. Hier an diesem Ort wurden sie auch beerdigt. Dass dort derzeit rund 70 sogenannte Seelenbretter ausgestellt sind, ist für die Künstlerin Bali Tollack und für Hans Haug vom Heimatdienst Buxheim eine Verbindung, die einfach passt. Diese Bretter sind eine moderne Gestaltung, aber mit sehr sinnvollen und sinnreichen Sprüchen von Philosophen und so weiter. Und die regen an zum Nachdenken über die Vergänglichkeit des Lebens, so wie die Kartäuser genauso. Die haben Gott verehrt, Maria verehrt und waren allzeit bereit, wenn der Herrgott sie ruft, also wenn sie sterben. Und das war für mich eine gute Verbindung, dass man hier diese Seelenbretter mit diesen vielsagenden Inhalten und Sprüchen und Texten hier in diesem Garten aufstellt. Auch die Kartäuser wurden damals auf Brettern beerdigt. Auf denen, die zurzeit in Buxheim zu sehen sind, lag aber noch nie ein toter Mensch. Vielmehr sollen sie den Betrachter zum Innehalten anregen, zum Nachdenken über die eigene Vergänglichkeit. Die Seelenbretter von Bali Tollack gibt es schon seit 2002. Damals stieß sie im Bayerischen Wald auf die jahrhundertealte Tradition der sogenannten Totenbretter. Nach der Einführung des Sarges hat man sie trotzdem noch auf diese Bretter gelegt und später hat man dann die Bretter auch verziert und beschriftet. Und diese Sache gefiel mir so gut, dass ich mir gedacht habe, sagen wir in unserer lauten und hektischen Zeit, eine Umwandlung sozusagen als Besinnungsbretter oder Lebensbretter zum Nachdenken wäre ganz toll. Und so habe ich dann angefangen, die Bretter zu bemalen. Mittlerweile gibt es rund 400 dieser Bretter. In Buxheim ist ein Teil davon ausgestellt. Und sie tragen die unterschiedlichsten Sprüche und Bemalungen. Es gibt Texte von Nena, genauso wie Zitate oder Psalmen aus dem Alten und Neuen Testament. So gelingt es der Künstlerin, jeden Betrachter ganz individuell anzusprechen. Ich habe auch schon früher in der Bibel, da gibt es sehr tolle Psalmen. Und ich weiß, dass Psalmen einen unheimlich auch trösten und aufrichten können. Und wenn man sie an die richtige Stelle bringt, ich als Künstler jetzt zum Beispiel mit der passenden Symbolik, dann weiß ich, dass ich durch mich selber, weil ich selber erlebe, auch dem anderen vielleicht dadurch auch weitergeben kann. Die Seelenbretter von Bali Tollack waren schon an vielen Orten ausgestellt. Eine so gelungene Verbindung wie hier in Buxheim ist aber selten. Denn schon der Ort an sich hat eine Aura, die von Jahrhunderten des Gebets geprägt ist. Und in Kombination mit den Brettern, auf denen Worte und Bilder ihre Wirkung entfalten, ist hier etwas ganz Spezielles entstanden. Wenn Sie die Ausstellung Seelenbretter von Bali Tollack in Buxheim sehen möchten, sollten Sie sich beeilen. Sie ist noch bis Allerseelen am 2. November geöffnet.